Ja, wir sitzen hier beim Landesgericht Salzburg, Karl-Rahner-Platz. Neben mir sitzt der Darian. Für den Darian haben wir in den letzten Tagen schon ein bisschen die Werbetrommel sozusagen gerührt, um Spenden zu lukrieren. Der Grund, warum wir das machen müssen, Darian, du hattest hier kürzlich Verhandler. Genau. Das war, glaube ich, am 26. dieses Monats. Korrekt, ja. Gegangen ist es dabei um einen Vorfall, der war Anfang Jänner 2022. Genau, das war am 2.01.2022. Okay. Du hast damals an einer genehmigten und polizeilich geführten Demonstration teilgenommen. Genau. Damals galt noch die Maskenpflicht bei diesen Demonstrationen, weil ja die Teilnehmer dieser Demonstrationen scheinbar anders ausgeatmet haben als die normalen Passanten. Die mussten ja bei ihrem Spaziergang mit dem Kinderwagen, mit dem Hund beim Gassi gehen und so keine Masken tragen. Hingegen ist ja der politisch und maßnahmenkritische Mensch scheinbar der Superspreader. Und es gab damals auf dieser Demonstration, glaube ich, ein oder zwei Checkpoints. Und bei einem ist ein junges Mädel rausgezogen worden. Beim Kongresshaus war das damals, genau. Okay. Und man hat dir dann den Vorwurf gemacht, du hättest dieses Mädel aus den Fängen der Polizei, die diesen Checkpoint dort aufgrund dieser Maskenverordnungen abgehalten hat, sozusagen entrissen und hättest dabei... Was genau gemacht? Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Und ich glaube, es war kurzfristig sogar mal Thema, dass du eventuell sogar körperliche Gewalt ausgeübt hättest sollen. Kurzfristig, das ist dann wieder fallen gelassen. Das heißt, das Thema körperliche Gewalt ist von selbst fallen gelassen worden. Die Anklage ist aber geblieben betreffend des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Und man muss dazu sagen, diese polizeiliche Aktion, wie gesagt, entsprach damals den Grundlagen dieser Verordnungen betreffend der Maskenpflicht. Es war allerdings so, dass die Polizei laut § 13 Polizeisicherheitsgesetz selber bei diesen Demonstrationszügen Bild- und Tonaufzeichnungen gemacht hat, beziehungsweise gemacht hat und das auch angekündigt hat. Und es ist auch diese Aktion, bei der du angeblich den gewalttätigen Widerständischen gegeben hast, gefilmt worden. Es gibt auch ein Beweisvideo, das diese gesamte Aktion zeigt. Du hast dieses Video auch bei Gericht vorzeigen wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde dieses Video bei Gericht aber gar nicht anerkannt. Es ist vorgeführt worden, aber es ist nicht zur Kenntnis genommen worden. Okay. Auf diesem Video ist zum einen zu sehen, dass du während der gesamten Amtshandlung einige Meter entfernt stehst, also gar nicht in diesem Geschehen wirklich zugegen bist, womit eigentlich die Aussage, dass du da jemanden entrissen hast, gewalttätig warst oder Widerstand geleistet hättest, so gesehen schlichtweg gesagt falsch ist. Absolut. Okay. Weiter sieht man im Hintergrund, dass einer der Beamten, der eben zu Dokumentationszwecken eine Kamera auf einem Stativ trägt, diese Kamera auch wirklich hochhält und in dieses Geschehen hineinfilmt, womit eigentlich seitens des Polizeivideos ganz klar zu beweisen wäre, dass du da gar nicht in diesem Epizentrum drin bist. Genau, ja. Dieses Polizeivideo ist bis dato weder von deinem Rechtsbeistand beantragt worden zur Sichtung, noch ist es bei Gericht seitens der Polizei, glaube ich, irgendwie namhaft geworden. Beantragt ist worden, aber es ist nicht ausgesendet, also es ist im Gericht nicht zugekommen. Also der Anwalt hätte die Sichtung des Videos beantragt und das Gericht ist dem nicht nachgekommen, beziehungsweise die Polizei hat es nicht geliefert. Genau. Okay. Und das ist ja in Anbetracht der Tatsache, dass die Polizei ja vor diesen Demos selber durchgesagt hat, dass es Aufzeichnungen gibt in Bild und Ton, schon relativ interessant. Also man beschuldigt hier einen österreichischen Staatsbürger, der sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit und Versammlung wahrgenommen hat, eine Straftat begangen zu haben. Und das, obwohl eigentlich Beweismaterial da ist, dass dem nicht so ist. Und obwohl man eigentlich in Österreich ja dem Gesetzestext nach so lange unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist, hättest du
im Eigeninteresse das Bestreben gehabt, deine Unschuld sogar zu beweisen, aber das hat man nicht zugelassen, indem man eben auch dieses Video unter den Tisch gekehrt hat. Ist das richtig? Alles korrekt, ja. Okay. Das ist meines Erachtens noch ein Justizskandal. Das ist natürlich wiederum jetzt nur meine Meinung. Aber ja, das finde ich relativ krass. Du bist ja seit geraumer Zeit nicht mehr so aktiv im Widerstand. Hast dich auch ein bisschen, glaube ich, zurückgezogen, weil man halt schon auch eingeschüchtert ist durch die staatliche Verfolgung, die da so mit dem Bürger umgeht. Abschließend wäre noch zu sagen, du hattest einen Rechtsbeistand, wie ich schon erwähnt habe, bei deiner Verhandlung. Der hat dir allerdings geraten, wenige oder keine Zeugen zu laden, damit da nicht so viele Aussagen im Raum stehen, weil da ein Widerspruch entstehen könnte oder weil es die Verhandlung auch eventuell zu sehr in die Länge zieht. Finde ich persönlich, ich meine, ich gebe zu, ich bin juristischer Laie, aber ich finde das spannend. Wie gesagt, das mit dem Video als Beweismaterial hat nicht funktioniert. Und ich glaube, zu deiner Verhandlung selbst ist dein Rechtsbeistand selber persönlich gar nicht erschienen, sondern hat es an einen Vertretung. Also bei der zweiten Verhandlung. Bei der ersten Verhandlung ist er schon da gewesen, bei der zweiten war die Vertretung. Okay. Damit muss man ja gleich sagen, es gab mehrere Verhandlungen. Bei einer war ich als Zeuge kurzfristig geladen. Dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern, weil das würde den Rahmen sprengen und ist auch, glaube ich, nicht so interessant. Tatsache ist, diese Verhandlungen wurden auch mehrfach verschoben, unter anderem auch auf Betreiben des Gerichts selbst, also aufgrund der vorsitzenden Richterin. Dein Anwalt hat allerdings, glaube ich, im Kostenvoranschlag diese Verhandlungen trotzdem mit beanschlagt. Hat das dann allerdings auf den Hinweis von dir, dass diese Verhandlungen nicht auf deinen Wunsch hin verschoben worden sind, wieder revidiert. Also das heißt, man war da sehr schnell mit dem Kassieren, weniger effizient beim Arbeiten. Das ist jetzt natürlich nichts, was man gerne als Anwalt hört, aber ich finde, es sollte zur Aufklärung, warum du jetzt in ein Berufungsverfahren gehen musst, trotzdem kurz erwähnt werden. Wir ersparen uns die Nennung der Kanzlei aus datenschutzrechtlichen Gründen und damit da nicht ein weiterer Prozess angehängt wird, weil sich der Rechtsvertreter da irgendwie schlecht behandelt fühlt. Tatsache ist, es ist jetzt so, dass du eine neue Vertretung hast. Da muss jetzt der Akt übermittelt werden. Den Antrag auf ein Berufungsverfahren hast du bereits gestellt. Du hast eine finanzielle Altlast von deinem letzten sogenannten Rechtsbeistand, die sich aktuell, glaube ich, noch, wie du gesagt hast, in Höhe von 2500 Euro beläuft. Und ich rechne mal summa summarum, dass du für die jetzige Berufung wahrscheinlich auch nochmal 1000 bis maximal 2000 Euro berappen musst. Das heißt, im Falle eines Freispruchs in zweiter Instanz ist wahrscheinlich meine Schätzung von, dass es um roundabout 4000 Euro geht, nicht ganz falsch. Also, liebe Seher, so viel. Das ist der junge Mann, um den es geht. Das ist die Summe, um die es geht. Und ja, abschließend, bevor ich dir alles Gute für die bevorstehende Verhandlung wünsche, Termin, glaube ich, ist noch keiner bekannt. Okay. Abschließend gibt es natürlich noch eine Frage. Du bist ja an diesem besagten Tag im Anschluss an diese Kundgebung, also nicht vom Festspielhaus selber, sondern am Ende, das war also ein Motorplatz vor dem Heimatwerk, mehr oder weniger aus der Gruppe hinausgeleitet worden, von drei Beamten, also von vier Beamten niedergezeckelt und von dreien dann auch am Boden fixiert worden. Ich dachte bei meiner Zeugenaussage, wie gesagt, auf die möchte ich gar nicht ausgiebig eingehen, weil sonst dauert es zu lang, dass es eigentlich auch darum ginge, du bist da ja am Boden fixiert worden und bist dann in weiterer Folge auch ins Kriminalreferat in der Alpenstraße verbracht worden und dort polizeitechnisch bearbeitet. Das heißt, man hat wahrscheinlich Fotos gemacht, Fingerabdrücke eventuell genommen und dergleichen. Und du bist ja bei dieser Fixierung am Boden durch die Beamten, man sieht jetzt im Vergleich zu mir, du bist jetzt nicht der kräftigste Kerl der Welt, verletzt worden. Also wenn da drei erwachsene Beamte, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Bei der Halswirbelsäule habe ich eine Verletzung. Also da sind zwei Halswirbel verletzt worden und bei der rechten Hand durch die Handschellen bin ich verletzt worden. Ja, ich glaube, die hat sogar geblutet, oder? Genau, ja.
Ja, wie gesagt, also man hat dich da verletzt, was, wie gesagt, wenn drei erwachsene Beamte auf einem draufknien. Ich glaube, das vier waren sogar. Na, vier haben dich niedergetackelt, ja. Drei haben dich dann fixiert. Okay. Und das Ganze eben neben einem Baum vorm Salzburger Heimatwerk, also auf wurzeligem Untergrund, genau. Also nicht irgendwo weich, nicht im Moos, sondern ja. Wirklich hart, jener gefrorener Boden und so. Und du bist da eben, wie schon erwähnt, verletzt worden. Mhm. Und auf das ist man ja quasi bei diesen Verhandlungen bis jetzt gar nicht eingegangen. Das heißt, es ist wahrscheinlich deine Ambition und auch die deines neuen Rechtsbeistandes, darauf einzugehen und da vielleicht das Ganze kausal in Zusammenhang zu bringen. Weil man hätte dich ja wiederum meines laienhaften Verständnisses noch kaum aus diesem Gewahrsam im Kriminalreferat entlassen, wenn man damals ein Beweisvideo gehabt hätte, in dem man eben sieht, dass du tatsächlich Beamte physisch angegriffen hast und dergleichen, sondern die Sachlage ist ja tatsächlich, wie sich herausgestellt hat, eine andere, nämlich dass du der Verletzte bist, worauf man allerdings in diesem Verfahren in keinerlei Form, in irgendeiner Form reagiert hat. Und das soll ja jetzt, glaube ich, dann auch mit diesem neu aufgerollten Berufungsverfahren eventuell zur Sprache kommen. Mhm. Weniger, weil es jetzt darum geht, da die Polizeigewalt darzustellen, sondern einfach darzustellen, dass du am Ende dieses Demospaziergangs, also geraume Zeit nach diesem Checkpoint rausgezogen wurdest, ja. Genau, eigentlich da alles geklärt wurde und man aber dann trotzdem dich auf dem Schriftwege informiert hat, dass du eben jetzt dann eine Anzeige hast, betreffend Widerstand gegen die Staatsgewalt und ursprünglich eben auch noch Körperverletzung. Das, was halt nicht mehr thematisiert worden ist bei der Verhandlung mit der Körperverletzung. Ja. Weil man da ja inzwischen, glaube ich, auch eingesehen hat, dass das vielleicht nicht ganz so eingetreten ist, wie man das behauptet hat. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu wünschen, dass die Berufung ein faireres Verfahren wird, als es das letzte war. Dass du jetzt mit deinem jetzigen Rechtsbeistand eine kompetente Hilfe hast, davon gehe ich allerdings aus. Und ja, dass man zumindest im zweiten Urteilsspruch zu dem kommt, was es sein muss, nämlich dass es ein Freispruch sein muss, wenn auch in dubio pro reo, also im Zweifelsfall für den Angeklagten eindeutig, nachdem man dir nicht belegen kann, nicht beweisen kann, dass du das getan hast, schlichtweg, weil du es einfach nicht getan hast. Ich hoffe, dass da alles gut geht und vorher wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg, dass viele Menschen, die dieses Video jetzt gesehen haben, die dieses Interview gesehen haben, sagen, ja, das sollte man unterstützen, in Zeiten, wo viel Unrecht passiert, sollte man nicht einen jungen Menschen verurteilen für was er nicht getan hat, das ist Unrecht, und deswegen spenden. Wie gesagt, wir haben ein Spendenkonto, da kann man einzahlen. Ich sage danke fürs Interview und herzlichen Dank. Wünsche dir alles, alles Gute. Und wir werden da natürlich bei Krypto TV auch weiter berichten, was passiert. Es wird immer wieder ein Update geben und ja, hoffentlich irgendwann noch einen Bericht über ein gutes Ergebnis vor Gericht. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön.